Ich glaube, da steckt auch das Potenzial des Senso-Pro-Trainings drin, dass man nicht nur ein reines Gleichgewichtstraining hat, sondern durch die Gleichgewichtsfähigkeit, die man trainiert, weiß man hier aus Studien an der Uni Kassel, dass sich damit auch kognitive Prozesse, also Lernprozesse verbessern lassen, wenn wir beispielsweise dieses klassische Senso-Pro-Training haben, wo wir Seiten alternieren beispielsweise arbeiten, haben wir auch im Kernspinnen nachweisbare Situationen, wo rechte und linke Hirnhälfte miteinander zusammenarbeiten und wo auch Lernprozesse, Verarbeitungsprozesse und nicht nur koordinative Prozesse verbessert werden. Weil SensoPro kann halt Koordination verbessern, das steht außer Frage. Wenn ich Koordination trainiere, dann erwarte ich eigentlich in Studien mit großen Kohorten, dass ich die koordinativen Fähigkeiten auch der Center of Force, also die Fähigkeit, mich zu stabilisieren, sich verbessert. Ich erwarte aber eigentlich nicht, so in der ersten Annahme und in der Grundannahme, dass sich damit auch Fähigkeiten der Wahrnehmung und Fähigkeiten auch der Verarbeitung von Denkprozessen verbessern lassen. Und da schlummert ein großes Potenzial, wenn wir daran denken, ich muss im Autoverkehr reagieren, auch als 80-Jähriger will ich vielleicht noch am Leben teilhaben. Und ich wohne irgendwo auf dem Dorf und möchte mit dem Auto noch irgendwo hinfahren.